Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben letzte Folge den Phosphorfisch gemacht. Ja, wir sind in der neuen Szene. Ich weiß noch nicht, was wir hier Schönes machen können. Wir können den Kanalschacht, da kommen wir her, und zum Kutter. Hier gibt's Fledermäuse. Ich nehme erstmal die Truhe. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Echt nicht? Okay, wir sprechen mit Poki. Spoiler bitte nicht. Ah, und hier, ich nicht. Ist da nun der Screen, den ich vorhin angekündigt habe? Wir haben zu viel Kreuz. Diesen Schlauch, der halt in Wirklichkeit das Kabel ist, der ehemals die untere Aufstiegsstation mit Elysium verband, bis in diese seltsam anmutende Schrottkaverne gekrabbelt. Aber wenn man genau hinsieht, sieht man tatsächlich schon das, was ich seit jeher vorhatte. Und zwar diese Stahlträgerkonstruktion im Hintergrund hat eine frappierende Ähnlichkeit mit den Tribünen auf dem Hochmut von Goodbye Deponia, das wir dann tatsächlich nachher besuchen. Ja, wir befinden uns in einem Hochbootwrack. Und dort spielt sich auch eine wunderschöne, eine von den vielen zahlreichen, eine Myriade lustiger Hintergrundanimation ab. Diese Hintergrundanimation hätte es übrigens fast nicht ins Spiel geschafft, weil irgendeine von unseren Animatorinnen, meine ich, und wenn ich mich nicht ganz komplett irre, war es sogar die Fabia Zobel, die hier tätig war und diese höchst amüsante Animation dort gezeichnet hat, die dann halt wiederum Gunnar und Simone vorgelegt wurden, unseren Oberanimatoren sozusagen, und die gesagt haben, nee, ist das nicht im Style, das ist eigentlich nicht Deponia, das ist halt zu viel. Und glücklicherweise wurde mir die Animation vorher noch, habe ich die durch Zufall gesehen, weil ich mal wieder durch die Räume striff und mir das habe zeigen lassen. Und habe gesagt, nein, die muss unbedingt rein, die fand ich nämlich lustig. In Style hin oder her. Was lustig ist, kommt ins Spiel. So. So, ist mir scheißegal, wofür ich eingestellt habe, ich bin Chef und sitze am längeren Hebel. okay, aber warum passt das nicht in Deponia-Stil? Verstehe ich nicht. Ein Boot. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ja, dann rein da. Na, wen haben wir denn da? Da! Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, Gewalt. Geile Stimme, der Boso. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Okay, wir dürfen jetzt ein Goal rumfummeln. Geil. 140 Mal ist er schon bei Deponia gestorben. Nee, das ist der Death-Counter von Dark Souls 1. Den habe ich nur vergessen auszublenden. Nicht schlimm, der geht morgen bei Sekiro auf 326. Oh, und ich bin beim Endboss. Oh, und das ist so ein Arsch. So, wo ist der Jack-Knopf? Wo hat die Frau den Auswurfknopf? Oder... Nee, das war das Insert hier, was ich meine. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ja. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge,
Sie ist in guten Händen. Du freust dich auf morgen, Chris, oder was? Kassette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Ja, ähnlich. Hast du die auch verschrotten, weil die Batterie alle war? Ah, hier ist ein Staubwedel, den kann ich nehmen. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe noch einen Schlüssel. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Raus oder die. Zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Wo ist das voll chillig, Junge? Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Oh, das voll chillig. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Wow, wir sind voll unfair zu Boso. Wir sprechen erstmal mit ihm. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Der will wirklich helfen. Keine Mühe, Schwarzbart. Voll, ey. Es gibt einfach Menschen, die sind von Natur aus hilfreich. Ja, das sind große Riesen. Wie, du hast dem Mädchen was angetan. Ich schlage keine Waffenruhe vor. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt brauchen. In der Tat. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Ich schlage Waffenruhe vor. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Natürlich. Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Alter, wir sind voll unfair. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Das ist voll unfair zu ihnen. Ich mag das nicht. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal, ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ja. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Erwischt? Ich glaube ja. Geil. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Okay. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Wir sind unfair Eben. Zu Doc. Zu unfair zu Boso. Ich mag Boso. Warum sind wir so zu ihm? Ist das nicht fair? Okay, wir sprechen mit Doc. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wie sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium. Nein, Boso ist voll gut, Uni. Boso ist voll super. Mag Boso. Okay, wir nehmen jetzt den Staubwedel und wischen über die Datasette. Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Lou wieder sauber. Was?
Golds Datasette ist bei Rufus am besten enden. Auch wenn ihn nach einem Gusto lästige Putzarbeit auf diesen Abenteuerreise überproportional oft von relevant. Dein Gusto? Was denn sein Gusto? Deine Person? Bleibt zu konzentrieren, dass so wenig Staub noch kein Hindernis für ihn darstellt. Ausgerüstet mit geeignetem Werkzeug und angemessener Vorsicht sollte es ihm nicht schwerfallen, Golds Bewusstseinsplattform von einem Verunreinigung zu befreien. Dass hierbei allergrößte Behutsamkeit gefragt ist, muss selbstredend nicht weiter betont werden. Aber hey, wir reden immer von Rufus, oder? Gustos Geschmack? Aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja draußen, wir haben ja einen Schlüssel. Und ich nehme erstmal den Schlüssel und öffne die Truhe damit. Weil ich glaube, dass es die Truhe ist. Und da finde ich bestimmt die anderen Objekte, die ich brauche. So, offen. Bam, Baby. Der Schlüssel kann weg. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Nimm einfach den Scheiß, Junge. Eine Drahtbürste? Oh nein. Und eine Flasche Fettlöser. Nein. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Nimm den Mädchenkram, du Idiot. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Die schafft bestimmt ordentlich was weg. Was Frittiertes wäre mir lieber. Genau, was ich brauche. Oh, warum? Nicht übel. Das habe ich schon abgestaubt. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Der Wortwitz, das habe ich schon abgestaubt, finde ich tatsächlich witzig. Oh nein, ey, ich hatte da einen feinen Pinsel und ich Idiot muss das so machen. Ernsthaft? Oh nee. Nochmal zur Anleitung. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Kittebä. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Ich hoffe, das gehört so. Oh, verätzt. Ah, nicht schlimm. Können wir die Drahtbürste nehmen. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Okay. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. nicht gut. Das geht doch voll in die Hose. Hast echt überlebt? Guck mal, ob du das überlebst. Okay, ich tue hier alles verätzen und fertig machen. Staubig und verätzt. Oh, Fusselalarm. Staubig verätzt. Was denn? Noch mehr Fussel? Noch ein Fettfleck. Noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Ich hoffe, das gehört so. Noch gebe ich nicht auf. Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten Notfall. Das ist ein Notfall. Nur im absoluten Notfall. Okay, ich höre mir jetzt erstmal Poki an. Oh, ihr seht die ganze Zeit den Bädel nicht. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich hatte es ja schon ganz am Anfang angekündigt. Meine Passion für Minispiele kennt ihr ja mittlerweile bereits aus ein paar unterschiedlichen Ausführungen. Aber hier ist jetzt eines der Minispiele, die mir im Konzept halt tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, obwohl sie im Endeffekt in der Umsetzung ist, verschwindet gerade, glaube ich, so ein bisschen im Strudel der Ereignisse hier im dritten Kapitel. Aber tatsächlich von der Überlegung her hat mir das immer sehr gut gefallen. Und zwar ist die Reinigung von Golds Bewusstseinsdatasette, wo Rufus halt
natürlich, man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, so das Hantieren mit solchen Geräten, man kann ja halt nicht im Vorfeld ahnen, dass bei der Entnahme so einer Datasette halt irgendwie Fettflecken drauf kommen können. Das ist verständlich. Aber er hat halt dieses Reinigungswerkzeug gefunden und kann jetzt halt mit Drahtbürste und dem... Mit einer was? Entrostungs... Ah, oh, Gold. Stimmt, du bist ja mittlerweile wieder zum Bewusstsein gekommen. Ja, eine Drahtbürste, also es sind ja auch hier heftige Flecken zu entfernen. Und da muss man halt schon mal auch ein bisschen zu dem härteren Werkzeug greifen. Also ich denke, Rufus macht das schon ganz richtig. Und nur weil es halt irgendwie ein sensibler Datenspeicher ist, wo dein Bewusstsein drauf ist, muss das ja nicht heißen, dass es halt irgendwie das falsche Werkzeug ist. Oh mein Gott. Ja, viel Spaß bei diesem Minigame. Ja, auch nicht schlecht. Ja, dann gehe ich mal hier oben mit der Kamera wieder hin. Chris, meinst du morgen freuen wegen Sekiro oder was? So, staubig, fettig und verätzt. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Staubig, fettig, verätzt. Staubig, fettig und verätzt. Ja, jetzt bleibt nur noch... Rufus Muskol. So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, dumm. Alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen. Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja? Muss ja? Wie gut. Ist jetzt eigentlich ein Roboter? Ein Cyborg? Ein Androide? Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr, Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Chris, wie? Weil du vorhin gesagt hast, ich freue mich drauf, als ich erwähnt hatte, dass ich morgen ja den Endboss von Sekiro dabei bin. Wollte ich wissen, ob du dich darauf freust oder was du gemeint hast. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Krank? Ah, okay. Ja. Oh, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt Poki nehme. Kann ich nicht. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist dem nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja... Ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Sie hat einen Sprung in der Platte. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch.
Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Hey. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. So, Moment. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Ich will Poké anklicken. So. Jetzt komme ich in die Zwickmühle, ne? Entweder A mache ich jetzt Überlänge, weil ich wollte heute ein bisschen eher Feierabend machen, weil ich mir noch was zu futtern machen wollte. Nochmal eine 20-Minuten-Folge. Dann ist es wieder so spät. 10. Macht's gut, euer Slideshow.